klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Somit ist das Ausschlaggebende, ist gar nicht, hast du einmal eine Wiedergeburt wahrhaftig erlebt? Das Ausschlaggebende ist, bist du in der Wiedergeburt geblieben, in dem Wiedergeburtsleben? Wenn du geboren wurdest als Baby, dann ist das so sicher und wahrhaftig wie das Amen in der Kirche. Aber ob du auch nach 2, 3, 4 oder 50, 60, 70 Jahren immer noch lebst, das ist eine andere Frage. Denn ein Baby kann auch sterben. Und wenn es vernachlässigt wird und wenn du das Leben Christi in dir vernachlässigst und aushungern lässt und nichts zu trinken gibst, na dann wird dir das kleine süße Babylein früher oder später unter den Händen verrennen. Das wird zerstört werden. Das ist das Leben Christi in dir, das wirst du dann vernichten. Denn wenn jemand nicht in mir bleibt, und diese Möglichkeit besteht ja, das heißt, er bringt keine echten Früchte zum Vorschein. Das gehört mit dazu, um im Weinstock zu sein. Da musst du auch ein Rebding irgendwo herbringen, wenn es auch ziemlich kleine Reben sind. Aber irgendwas muss rauskommen aus deinem Leben. Und wenn das überhaupt nicht nach Rebe ausschaut, sondern nur nach Giftbeeren, dann stimmt da wieder was nicht. Dann bist du nämlich keine Rebe. Okay, aber wer nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, um sie zu verbrennen. Sie kommen ins ewige Feuer. Das ist Bibel, da kann ich nichts dran ändern. Es war mal eine Rebe. Aber weil sie es erlaubte, dass ihr geistliches Leben verdorrte und zunichte wurde und keine wirkliche freudige Begeisterung für Jesus, sondern vielleicht noch so eine abgespeckte Version von religiösem Tamtam, so ein bisschen traditionelles Gehusche, hier und da bin ich ja religiös und dann war es das auch. In Wirklichkeit bringt mir das ganze Gottesding gar nichts mehr. Was habe ich dann? Dann habe ich eine verdorrte Rebe und die kommt ins Feuer. Das steht hier. Aber daran kann ich mich doch prüfen. Ich kann doch sehen, was ist los? Was ist los mit meinem Herzen? Was ist los mit meinem Leben? Realisieren. Hi, der Herr, es kommt Saft. Es kommt Saft von ihm. Wenn ich ihn rufe, er ist da. Und ich erlebe diese freudigen Impulse. Ich erlebe immer wieder Dinge, wo ich sage, das bin ja nicht ich. Das kann ich ja gar nicht sein. Sogar und auch besonders ein Erkennungszeichen. Wenn mir mein Zu-Kurz-Kommen, meine Fehlerhaftigkeit dermaßen leid tut, wie ich es aus mir selber gar nie empfinden würde, weil ich sage euch, ich kann das gar nicht so empfinden, wie es der Herr mir dann in mein Herz gibt. Das ist, oh, Heiland, Heiland, vergib mir, ich habe gefehlt, das war falsch und dieses, jenes, Entschuldigung. Und das von Herzen. Dieses Zerbrochensein in sich selber, das, ich kann mich nicht selber zerbrechen, ich kann mich nicht selber irgendwie Buße erzeugen. Das gibt sein köstlicher Heiliger Geist, diese Taube, sie kommt in mich. Und mein Begehren ist, diese Taube, die soll nicht nur so kurzlebig mal einmal, vielleicht, ach ja, da gibt es Seminare, Konferenzen oder was auch immer, dann setzt sich die Taube mal kurz auf mein Köpfchen und dann bin ich erfüllt von neuen tollen Ideen und Impulsen, alles schön und gut und recht, aber kann die Taube in meinem Herzen, in meinem Leben ein Nest machen, wo sie brüten kann? Brütet der Heilige Geist auf meinem Leben, um was zu erzeugen? Um wieder kleine Tauben zu erzeugen, um wieder Liebe zu erzeugen, um wieder seine Gesinnungen in mein Leben, seine Früchte hineinzugeben, auszubrüten und dann zum Vorschein zu bringen. Ja, die sind da, die Kleinen, die Süßen, die Kinder Gottes, die Gesinnungen Gottes, sie sind da. Sie beherrschen mein Leben, sie erfüllen mein Leben und die Taube kreist nicht nur um mich herum, sie bleibt beständig, so wie ich sie hege und pflege, so wie ich auf sie aufpasse, dass ich nicht Dummheiten mache, wo der scheuen Taube wehtun.
Weil dann zögert sie in mein Nest, in mein Herzensnest hineinzukommen und dort zu bleiben. Ein schönes Bild. Und deswegen, das liegt an mir, das zu beobachten, das kann ich doch sehen, das kann ich doch merken, spüre ich das nicht. Nun wieder, immer wieder auf dieses wunderbare Gleichnis von den törichten und klugen Jungfrauen. Dann finde ich die Situation so auch ausgeprägt mit diesem Sämannsgleichnis. Vier verschiedene Typen werden aufgezählt. Diese aber sind die an dem Wege, wo das Wort gesät wird und, wenn sie es hören, alsbald der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in ihre Herzen gesät war. Und diese sind es gleicherweise, die auf das Steinige gesät werden, welche, wenn sie das Wort hören, es alsbald mit Freuden aufnehmen, sie haben aber keine Wurzel in sich, sondern sind nur für eine Zeit lang begeistert, sage ich mal, dann, wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, ärgern sie sich alsbald. Und andere sind die, welche unter die Dornen gesät werden. Diese sind es, welche das Wort gehört haben und die Sorgen des Lebens und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen kommen hinein und die wirken. Die wirken etwas. Sie wirken das, was eine Rebe zum Verdorren bringt. Sie ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Diese drei Optionen sind allesamt Optionen für törichte Jungfrauen. Denn genau diese drei Optionen, die finden sich in ihnen. Der Satan kommt, er klaut heraus aus ihrem Herzen, das Wort ist nicht mehr kräftig, ist nicht mehr lebendig. Und das Raffinierteste ist auch bei denen, die lange Zeit, vielleicht sogar über Jahrzehnte hinweg, verhältnismäßig vorbildlich dem Herrn gefolgt sind. Und dann kommen Sorgen des Lebens. Wie wirken die? Die können wirken. Die können dich runterdrücken. Die können dich beeinflussen. Und natürlich, sie lassen uns ja nicht kalt. Das sind ja Dinge in meinem Leben. Aber auch Betrug des Reichtums steht gleich daneben. Wie wenn du sagen könntest, wenn ich reich bin, habe ich doch keine Sorgen mehr. Du kannst Sorgen des Lebens haben, Betrug des Reichtums und dann die Vergnügung und die ganzen anderen aufgeblusteter Nonsens. Da sagt man wirklich, dass das Gute ist der größte Feind vom Allerbesten. Also verhältnismäßig unschuldige Vergnügung und Zeitvertreibe, wo aber etwas wirken. Die wirken in mir. Und da muss ich mich auch spiegeln und muss aufpassen. Die wirken oder wollen in mir bewirken, dass das Wichtige nicht das Wichtige bleibt und dass das Allerwichtigste nicht wirklich Raum entfaltet in meinem Leben, um echte Frucht zum Vorschein zu bringen. Und das kann ich doch sehen. Da muss ich doch ehrlich hinschauen. Sollte ich mich dann selber so verblenden, und ich sehe ja in der Bibel, ist es möglich, dass ich das alles nicht bemerke, dass ich nicht realisiere, wie ich mehr und mehr diese Dinge mir zu einem Erstickungstod im Geist verhelfen, weil ich mein geistliches Leben ersticke. Es kann nicht atmen, es kann nicht durchatmen. Ich komme nicht mehr in den Geist. Ich komme nicht mehr zu den Impulsen seiner Liebe, seines Durchflusses. Ich ersticke, erwürge es. Ist das möglich? Ja, es ist möglich laut Bibel, aber ich hüte mich doch davor. Tag für Tag. Pass auf mich auf. Um dann das zu sein, was hier als letztes die klugen Jungfrauen so klar beschreibt. Und diese sind es, die auf die gute Erde gesät sind, welche das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Einer 30, einer 60 und einer 100-fältig. Wunderbar. Maria hörte das Wort und bewahrte es in einem feinen Herzen. Ob mein Herz fein eingestellt ist, um die Dinge des Geistes zu bewahren, dann folgen wir einem fruchtbaren Lebenslauf. Wir werden Frucht bringen, vollautomatisch.
Ich verlasse mich ja auf jemand ganz anders und darauf komme ich zu sprechen.